Sehr geehrte Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Also, auf einige dieser Äußerungen muss ich jetzt, glaube ich, schon mal reagieren. Also, wenn jemand oder wenn Leute, die seitens des Oberbürgermeisters und auch von Herrn Börmann geschehen, dir vorwerfen, ich würde die Stadtpolizei diffamieren, dann heißt das, die Herren haben mir anscheinend nicht zugehört. Und es ist selber eine Diffamierung, die ich an dieser Stelle entschieden zurückweise. Ich habe darauf hingewiesen, und das ist auch unbeschreibbar meines Erachtens, dass diese Menschen mit dem, was sie an Qualifikationen und Ausbildung haben, nicht ausreichend qualifiziert sind, um in komplexen Situationen mit Konflikten umzugehen und hoheitliche Aufgaben dieser Dimension wahrzunehmen. Das ist unsere Kritik daran. Wenn Herr Börmann dann auch noch es meint, wie das hier auch schon mehrmals in verschiedenen Debatten von der Richtung geschehen ist, auf meine Tätigkeit als hessischer Staatsbeamter hinzuweisen, dann ist das der Ruf nach dem Berufsverbot. Und das ist nicht nur Diffamierung, das ist Einschüchterung. Die weise ich ebenso entschieden zurück. Wir leben in keinem Obrigkeitsstaat, sondern in einem, in dem ich auch Beamter hin oder her eine Kritik an bestimmten gesellschaftlichen Tendenzen zum Ausdruck bringen kann, ohne fürchten zu müssen, entsprechende dienstrechtliche Konsequenzen zu haben. Da müssen wir doch mal gucken, worum es hier eigentlich geht. Und Herr Zeidler hat das auch in seiner Begründung des Antrags relativ deutlich zum Ausdruck gebracht, nämlich Leute zu kontrollieren, mit denen mal in die Taschen zu gucken, die so aussehen, als würden die hier ärgern. So. Das war sinngemäß die Äußerung. Und wie erkennen wir denn diese Leute? An welchen Merkmalen erkennen wir? Wie erkennen wir Leute, die ein Messer in der Tasche haben, die streiten? Ja? Wie erkennen wir übrigens, um das mal in den Kontext zu bringen, in dem andere das gebracht haben, wie erkennen wir denn Islamisten? Hier haben wir eine ganze Menge an möglichen Situationen, in denen tatsächlich auch Racial Profiling entsteht, in denen rassistische Kontrollen entstehen, in denen Leute eben nicht in der Lage sind, qualifiziert und mit Augenmaß mit sowas umzugehen. Und das ist eine der massiven Auswirkungen, die wir hier kritisieren und einer der Gründe, weshalb wir diese Waffenverbotszone ablehnen. Denn die Leute, die tatsächlich organisiert hinkommen, um Gewaltverbrechen zu begehen, die interessiert das nicht, ob das verboten ist. Aber betroffen sein werden eine ganze Menge andere Leute, vor allem junge Menschen, vor allem Menschen mit Migrationshintergrund, vor allem Menschen, die ohnehin das Gefühl haben, dass sie von diesem Staat nicht als Leute betrachtet werden, die es zu schützen und zu unterstützen gilt, sondern die sich in eine Situation gedrängt fühlen, in denen sie diesen Staat als etwas Bedrohliches betrachten.